So, hallo Schorndorf, vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt privilegiert, weil ich hier oben spreche, darf ich meine Maske ausziehen. Ich würde aber vorher einmal fragen, wenn es dagegen große Einwände gibt, aus Infektionsschutzgründen würde ich die Maske anbehalten. Gibt es jemanden, der das möchte, dass ich sie anbehalte? Vielen Dank, jetzt kann ich auch was sehen. Ja, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der Ordnungsamtsleitung und bei der Polizei dafür, dass sie dafür Sorge trägt, dass diese Versammlung stattfinden kann und bis zum Ende inklusive Umzug auch stattfinden kann. Einige kennen mich vielleicht, für die, die mich noch nicht kennen, würde ich einmal noch mal kurz rekapitulieren. Mein Name ist David Claudio Sieber. Ich war bis vor 4 Monaten Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und noch einige Zeit vorher war ich Kommunalpolitiker bei Bündnis 90 Die Grünen in Flensburg. Ich habe seit Februar, März 2020 versucht, eine kritische Debatte innerhalb der Politik anzustoßen zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen und insbesondere zu den möglicherweise auftretenden Folgeschäden durch die Corona-Maßnahmen. Das hat nicht geklappt, erwartungsgemäß. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, eine Rede zu halten in Berlin am 29.08. und wurde deswegen dann auf kommunalpolitischer Ebene von Bündnis 90 Die Grünen aus meinen Ämtern entfernt und ausgeschlossen. Ich möchte nochmal zurückgehen in den März 2020. Bisschen näher ran, okay. Kann man mich so gut hören? Ja, okay. Ich möchte nochmal zurückgehen in den März 2020. Wir erinnern uns an den Beginn der Pandemie. Die Politik hat es geschafft, durch eine Angstrhetorik schlussendlich Angst und Panik zu verbreiten in einem Großteil der Bevölkerung und hat dadurch für eine Steuerung gesorgt, die sich bis heute fortzieht. Und ich werde jetzt einmal versuchen, aufzuzeigen, was diese Angstrhetorik eigentlich angerichtet hat an Folgeschäden. Ein Jahr später, nach Beginn der Pandemie, können wir also einmal sehen. Ich werde anhand von Beispielen Folgeschäden aufzählen, die die Politik alle mitsamt nicht anspricht, die wir medial nur sehr, sehr knapp präsentiert bekommen. Aber natürlich müssen wir nicht nur über das Virus berichten und wir müssen nicht nur Respekt vor den Verstorbenen haben, die an Covid-19 gestorben sind, sondern wir müssen auch respektvoll an die Menschen gedenken, die verstorben sind durch die Regierungsmaßnahmen. Diese gibt es nämlich durchaus auch. Wir haben in Deutschland einen massiven Rückgang der Behandlungen von psychischen Krankheiten. Im letzten Jahr hatten wir einen Rückgang von 50% aller Behandlungen bei Depressionen. Gleichzeitig hatten wir einen Anstieg von über 400% an Depressionen in Deutschland. Das kann man sich vorstellen. Die Menschen sind alleine, einsam, zu Hause eingesperrt, bekommen keine Behandlung für ihre Depression und die Zahl der Depressiven steigt fast schon exponentiell. In Österreich haben wir mittlerweile die 10-fache Anzahl an depressiv erkrankten Menschen im Vergleich zu vor der Pandemie. Wir haben aufgeschobene Operationen, 75.000 Stück waren es bis jetzt. Menschen gehen aus Angst nicht mehr in die Intensivstation. Wir haben einen Rückgang von 25% bei Herzinfarkten. Diese Menschen sind nicht auf die Intensivstation gegangen, sondern sie sind zu Hause verstorben an ihrem Herzinfarkt, weil sie sich aus Angst vor Corona nicht mehr getraut haben, ins Krankenhaus zu gehen. Diese Liste lässt sich für unterschiedliche Erkrankungen beliebig fortführen. In der Politik spricht man darüber leider überhaupt nicht. Dann haben wir Krebserkrankungen. Insgesamt wurden 8.500 Krebsbehandlungen aufgeschoben im Jahr 2020. Wenn eine Krebsbehandlung oder eine Operation zu spät stattfindet, dann können Metastasierungen stattfinden. Auch diese Personen werden mitunter in die Todesstatistik eingehen, in die Todesstatistik der Menschen, die aufgrund der Folgeschäden der Maßnahmen verstorben sind. Eine englische Studie hat gesagt, während dem Lockdown sterben im Schnitt pro Woche 3.000 Menschen an den Folgeschäden der Maßnahmen. Das gilt für Großbritannien. Deutschland hat eine höhere Bevölkerungsanzahl. Das heißt, hier könnte man das noch einmal hochsetzen um einen gewissen Faktor. Ich würde sagen, eventuell 3.500 bis 4.000 Menschen versterben pro Woche aufgrund der Folgeschäden der Maßnahmen im Lockdown. Dann haben wir natürlich eine sehr stark erhöhte Zahl der sexuellen Übergriffe und auch von häuslicher Gewalt. Ein Anstieg von bis zu 600% ist hier regional zu verzeichnen, insbesondere in Ballungsräumen. Dies betrifft auch Kinder.
Jeder einzelne Tag, der ein Lockdown fortgeführt wird, Kinder nicht in die Schule gehen können oder Frauen zu Hause einen erleichterten Täterzugriff erdulden müssen, ist ein absolutes Verbrechen und ein Verschulden gegenüber diesen Menschen. Wir machen sie damit zu Opfern, indem die Politik diese Menschen nicht mitbedenkt. Natürlich haben wir auch durch die erhöhte Anzahl an Depressionen und ähnliche psychische Erkrankungen auch einen Rekordstand an Suiziden und Suizidversuchen in Deutschland. Wir haben alleine im letzten halben Jahr einen Anstieg um bis zu 6-fach. Dann haben wir natürlich auch globale Auswirkungen. Die globalen Auswirkungen sind besonders verheerend. Ich habe bei Bündnis 90 Die Grünen bereits im März und im April darauf hingewiesen, dass wir mit diesen Problemen zu kämpfen haben werden, sollten wir uns nicht rechtzeitig für eine Verhältnismäßigkeit bei den Maßnahmen einsetzen. Wir haben in Afrika 177.000 Kinder, die 2020 zusätzlich gestorben sind an Malaria, aufgrund dessen, dass wir den Fokus in Europa auf Covid-19 gelegt haben. Wir haben weltweit 30 Millionen Menschen, die zusätzlich verhungert sind 2020, weil die westlichen Industrienationen den Fokus auf Corona gelegt haben. Wir haben weltweit 300 Millionen zusätzliche Arbeitslose und Armut ist die Todesursache Nummer 1. Das alles ist entstanden durch den Fokus auf Covid-19. Wenn die Regierung also sagt, es geht uns hier um den Schutz von Leben, dann ist das ein fadenscheiniges Argument, denn für diese Politik sterben Menschen, global in sehr hoher Zahl. Man kann berechnen, für jede Person, die an oder mit Covid-19 verstorben ist, sterben im globalen Vergleich 100 bis 1000 Menschen an den Folgeschäden der Maßnahmen. Und das ist die Politik, die man uns hier verkauft mit, wir wollen das Leben schützen und wir müssen achtsam und solidarisch miteinander umgehen. Das ist weder achtsam noch solidarisch, noch schützen wir Leben. Das ist ganz klar nicht der Fall. All diese Folgeschäden und noch viele weitere waren bereits im März 2020 bekannt. Bündnis 90 Die Grünen wurden darüber umfassend informiert und auch andere Parteien hatten die Möglichkeit, sich diesen wissenschaftlichen Stand anzueignen. Ich frage mich persönlich heute hier, wo ich in Schorndorf stehe, welche Maßnahmen hat der Oberbürgermeister der CDU in Schorndorf eigentlich unternommen, um auf die Folgeschäden der Maßnahmen aufmerksam zu machen und diese gering zu halten? Vielleicht kann man mich darüber informieren. Ich habe versucht, in der Zeitung dazu etwas zu finden. Ich habe nichts finden können. Der Oberbürgermeister ist SPD. Dann liegt es wahrscheinlich daran. Ich würde gerne nochmal, weil ich auch Familienvater bin von 6 Kindern, nochmal auf die Situation von Kindern zurückkommen. Nach wie vor sind Kitas und Schulen geschlossen. Man begründet das mit dem Infektionsrisiko, das von Kindern ausgeht und auch von Schulen ausgeht. Es gibt eine große Bandbreite an Studien, die das widerlegt. Es gibt eine neue aktuelle Studie vom Bayerischen Landesgesundheitsamt. Kitas und Schulen spielen grundsätzlich gar keine Rolle im Infektionsgeschehen. Man hat insgesamt weit über 7000 Infektionscluster in ganz Deutschland untersucht und lediglich in 5 davon fand man eine Ansteckung und der Übertragungsweg vom Erwachsenen zum Kind oder vom Kind zum Erwachsenen konnte auch nicht nachgewiesen werden. Statistisch gesehen ist der sicherste Ort in Deutschland, um vor einer Infektion geschützt zu werden, eine Schule. Ist so. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, die Schulen geschlossen zu halten. Es gibt auch gar keinen Grund, die Kitas geschlossen zu halten und unsere Kinder weiter nachhaltig zu schädigen. Denken wir nochmal zurück an März 2020. Die Politik verbreitet Angst und Schrecken, um die Menschen in Gehorsam zu bringen. Sie alle kennen das Panikpapier. Und die Äußerungen von Söder, Merkel, Spahn, Drosten und Wieler klingen auch noch nach. Hinterfragen Sie diese Maßnahmen nicht. Das ist ein Killervirus. Das ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das stimmt jetzt mittlerweile auch, aber das hätte so nicht kommen müssen. Wir hatten bereits Anfang 2020 alle Daten und sämtliche notwendigen evidenzbasierten Studien, um einen anderen Weg einzuschlagen, einen Mittelweg. Das wurde nicht gemacht. Und es ist sehr klar, wenn Politik über Angst und Panik versucht, Gehorsam zu erzeugen, dann verliert man grundsätzlich die Kontrolle über das Geschehen. Man verliert die Kontrolle über die Folgeschäden, vor allem die kulturellen und sozialen Folgeschäden. Auch hierzu gibt es natürlich wissenschaftliche Studien. Die Allensbach-Studie der Versicherer hat gezeigt, in einer Umfrage unter 10.000 Menschen wurde letzten Monat durchgeführt, Aggression und Egoismus haben um 70% zugenommen.
Gleichzeitig ist um 70% die Bereitschaft zur Solidarität gesunken. Ich habe es mehrfach angesprochen, wenn wir Solidarität mittels Zwang durchsetzen, dann ist es keine Solidarität, sondern dann ist es Zwang. Aller Deutschen, die in dieser Studie befragt wurden, gaben an, dass sie stark verunsichert sind und Angst vor Covid-19 haben. Das alles ist entstanden durch eine Politik der Intransparenz und hätte so nicht sein müssen. Nach wie vor haben wir eine Erkrankung, die weltweit 99,5% aller Menschen nicht betrifft. 99,5% aller Menschen sind nicht infiziert. Den PCR-Test und seine Wirksamkeit lassen wir hierbei mal außen vor. Die verbliebenen 0,5% weltweit, die einen positiven Corona-Test haben, sind auch nicht lebensgefährdet. Von diesen 0,5% global gesehen sterben 0,02% der unter 70-Jährigen und 0,2% der über 70-Jährigen. Das ist eine globale Pandemie. Jedenfalls haben wir das hier von unserer Politik so dargestellt bekommen. Ich denke, wenn das eine Pandemie ist, dann kommen wir nie wieder aus einer Pandemiesituation heraus. Was würde man sich eigentlich erwarten? Was würde man sich eigentlich von der Politik erwarten, wenn man auf eine Situation zusteuert, die einer Krise ähnelt, eine Pandemie oder ähnliches? Ich persönlich würde mir erwarten, dass man versucht, die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen. Dass man versucht, Zuversicht und Hoffnung auszustrahlen. Das Gegenteil war der Fall. Man hat durch Angst und Panik gearbeitet. Und ich denke, dass der Staat im Jahr 2020 sehr klar gezeigt hat, dass auch staatlicher Terror nach wie vor existiert. Eine ganz bestimmte Form des staatlichen Terrors haben wir in 2020 miterleben dürfen. Es ist der sogenannte existenzielle Terror. Der Staat hat in alle Lebensbereiche von uns eingegriffen, hat verhindert, dass wir uns grundimmunisieren, hat verhindert, dass wir einen gesunden Lebensstil pflegen, hat verhindert, dass wir soziale Kontakte pflegen, hat wirtschaftliche Schäden angerichtet. Und darüber hinaus sämtliche Folgeschäden, die ich vorher auch noch aufgezählt habe. Das ist ein existenzieller Terror, den die Regierung Merkel hier zu verantworten hat. Und es ist wichtig und richtig, dass wir hier heute auf die Straße gehen und uns dagegen auflehnen. Das können wir nicht dulden. Nach wie vor haben wir keine Exit-Strategie. Wir befinden uns im dritten Lockdown und wir haben weder etwas aus dem ersten noch aus dem zweiten Lockdown gelernt. Wissenschaftlich haben wir natürlich etwas gelernt. Oxford, Cambridge und Stanford haben klar bewiesen, Lockdowns haben keinen Effekt auf das Virusgeschehen. Dementsprechend könnten wir der Politik einmal sagen, hört auf, uns in Lockdowns zu schicken. Wir verhindern dadurch keine Infektion, wir verhindern dadurch keine Toten und wir retten mit Lockdowns keine Leben. Aber die Folgeschäden sind so gravierend, dass wir sie nicht auffangen können, und zwar vermutlich über weit eine Generation hinweg. Auch die Kenngrößen, mit denen wir es zu tun hatten, um die Politik von Angela Merkel und ihrer Gefolgschaft schlussendlich zu legitimieren, sind rein willkürlich gewählt. Wir hatten den Verdoppelungswert, wir hatten Inzidenzwert, wir hatten den R-Wert und so weiter. Jetzt kommen wir wieder zurück zum R-Wert. Damals war er bei 1, nun liegt er bei 0,7. Diese Zahlen sind alle politisch motiviert festgelegt, um die Maßnahmen weiter legitimieren zu können. Wir müssen uns von diesem Korsett der Zahlen befreien, denn sie spiegeln nicht die tatsächliche Gefährdungslage durch das Virus wider. Man verkauft uns hier grundsätzlich für dumm. Liebe Damen und Herren, wir dürfen uns nicht abspeisen lassen mit politischen Almosen wie dem Angebot, demnächst vielleicht wieder zum Friseur gehen zu können. Wenn Lockerungen kommen, dann hat das einzig und allein damit zu tun, dass die Virussaison durchgestanden ist. Lockdowns wurden immer exakt über eine Virussaison drüber gelegt und wenn die Virussaison zu Ende geht, dann wird der Lockdown stückweise abgeschafft. Das ist kein Geschenk der Politik, sondern das ist eine Farce. Viele von uns sind durch Desinformation, durch die Politik stark verunsichert. Wir müssen aufklären und müssen dafür sorgen, dass diese Desinformation aufgearbeitet wird. Voltaire sagte bereits im 18. Jahrhundert, wer dich dazu bringt, Absurditäten zu glauben, der bringt dich auch dazu, Gräueltaten zu begehen. Und gerade in Anbetracht der deutschen Geschichte sollten wir sehr genau und kritisch hinsehen, was uns hier von unserer Regierung und Politik
als wahr verkauft wird. Kritische Meinungen müssen gehört werden und es muss ein Diskurs stattfinden im öffentlichen Debattenraum über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und es muss eine wissenschaftliche Grundlage bestehen, die evidenzbasiert nachweist, dass die Maßnahmen dazu beitragen, das Virusgeschehen einzudämmen. Ich selbst habe sämtliche Studien, die zu diesem Thema verfügbar sind, auf meiner Homepage gesammelt und kann sagen, es gibt keine evidenzbasierte wissenschaftliche Grundlage hierfür. Schlussendlich haben wir in der Gesellschaft eine Spaltung, die von der Politik absichtlich hervorgerufen wurde. Wir haben eine Spaltung in Menschen, die die aktuelle Politik kritisieren und die Menschen, die gehorsam und blind folgen. Diese Spaltung möchte ich nicht hinnehmen. Wir sind eine gesamte Gesellschaft und wir dürfen uns nicht von der Politik spalten lassen. Die Menschen, die in Angst und Panik versetzt wurden durch die Regierungspolitik, sind die ersten Opfer dieser Politik. Und wir müssen auf sie zugehen und müssen versuchen, gemeinsam zu stehen und geeint dieses Ziel zu verfolgen, diese Krise zu überwinden. Die Politik hat hierbei keine sinnvollen Lösungen angeboten. Schlussendlich müssen wir die Lösung also selbst entwickeln, aus dem Volk heraus. Politik soll schlussendlich den Menschen dienen und soll dazu beitragen, ihr Zusammenleben zu regeln und zu organisieren. Aus meiner persönlichen Erfahrung in 2020 können politische Parteien das hierhin nicht leisten. Wir befinden uns in einer absoluten Krisensituation und die Folgeschäden der Maßnahmen sind so gravierend, dass wir noch sehr lange damit zu kämpfen haben, garantiert auch im wirtschaftlichen Bereich. Was wir also tun sollten, aus meiner Sicht, ist, wir sollten weiter demonstrieren, wir sollten uns vernetzen, wir sollten uns versammeln, wir sollten uns austauschen, wir sollten kritisch sein, wir sollten uns trauen, unsere Meinung zu sagen und wir sollten sehen, einen politischen Weg einzuschlagen. Die bis hierher vertretenen Parteien in den Parlamenten tragen nicht dazu bei, diese Situation zu lösen. Wir haben eine Ausnahmesituation und erleben beinahe keine Oppositionspolitik in Deutschland. Das kann in Anbetracht der aktuellen Krisensituation nicht der Weisheit letzter Schluss sein und deswegen würde ich Sie alle bitten und dazu einladen, selbst politisch aktiv zu werden und sich darum zu bemühen, dass Ihre Demokratie wieder auf die Beine kommt. Das, was wir hier erleben, ist einer Demokratie nämlich aus meiner Sicht vollkommen unwürdig. Vielen Dank.